Breite deine Flügel aus. Edwins Männer, die sind hinter uns her. Du da! Was ist los? Sie kommen! Schnell, Männer! Sonst löschen sie uns aus! Gerettet. Wir können dir nicht genug danken. Thank you.
ist ein alter Narr, der seinem Traum nachhängt. Aber wann holen wir die Ernte ein? Blicke das Land, Freundin. Guter Mann, das ist Fulke. Denn so wird es sein, wenn diese Vorräte die Feste erreichen. Ich gebe sie jedem, der genug Silber hat. Ich muss auch von was. Es ist zum Wohle deines Schiers. Du bist nicht bei Sinnen. Was ist hier los? Sie will mich ausrauben. Ich warne dich. Jeden Moment taucht meine Soldateneskorte auf. Dieser Händler bringt Vorräte zur Feste. Öl zum Verbrennen, Pfeile, Schilde, Proviant. Ich wollte sie kaufen, doch er lehnte ab. Ich verkaufe nicht für ein vages Versprechen auf Bezahlung. Edwin ist eine gute Kundin. Dann mache ich dir ein anderes Angebot. Hier, das ist mehr als genug Silber. Jesus, du verhandelst besser als deine verzweifelte Freundin hier. Wir könnten die Soldaten mit diesen Ölkrügen überraschen. Ich sehe brennende Männer vor mir. Schreiende Soldaten. Wenn wir das Öl und die Vorräte neben dem Heu an der Straße aufstellen, wird es lichterloh brennen, wenn die Soldaten eintreffen. Warte bei dem Vorsprung und halte Ausschau nach ihnen, ja? Ich werde aufheulen, wenn sie sich nähern. Ich darf ja nicht erwischt werden. Was war das? Mein Aufheulen. Edwins Männer kommen. Mach dich bereit! Die Soldaten sind nah! Dieser überhängende Ast eignet sich gut für einen ersten Schlag! Hier!
Die Ausrüstung! Das ist Feuer! Aus! Das war der letzte. Nun wird Edwin vergebens auf Unterstützung warten. Stimmt etwas nicht? Nein. Nein, ganz im Gegenteil. In der Abtei behauptete dein Bruder, ein Abkömmling der Götter zu sein. Stimmt das? Ist er ein Nachfahre der Kinder der Archonten? Der Isu? Nichts für ungut, Fulke. Doch höchstens die Hälfte von allem, was du sagst, ergibt irgendeinen Sinn für mich. Verzeih mir. Ich erwarte oft zu viel von meinen Zuhörern. Die meisten fürchten die Verdammnis. Dabei ist Unwissenheit das größte aller Übel. Unwissenheit worüber? Welch vollkommener Satz. Ich frage etwas einfacher. Könnte dein Bruder von den Göttern abstammen? Oder gar selbst ein Gott sein? Wie sollte das möglich sein? An so etwas glaubst du doch selbst nicht, oder? Kein Abkömmling des selbstgeborenen Lichts, das über alle herrscht. Doch vielleicht der eines geringeren Gotts, der Versuchung erlag. Sigurd ist nur ein Mensch. Er ist mein Bruder und auch Sohn eines Königs. Er mag ja viel von sich halten. Ist es möglich, dass seine königlichen Vorfahren auf einen Gott zurück... Wir haben keine Zeit für solche... Ich sollte zu... Viel Erfolg, Eivor. Ich bleibe hier. Und... Genug geschwächt. Ein Angriff aus dem Hinterhalt auf ihre Soldaten sollte der letzte Schlag vor der Schlacht sein. Was heißt? Hilf mir. Sei meine Augen. Zeig mir, was vor uns liegt. Musst du mich wiederkommen, du Mistkäfer? Seht mal, da ist Eivor. Wir stehen dir zur Seite. Sorgt dafür, dass die Schützen genug Pfeile haben. Gedrick. Eivor, hast du Edwin ein paar harte Treffer zugefügt? Ja. Richtig. Wieso das? Weil Edwin noch über zu viele Fallen und Verteidigungsehre rotten würden uns zu einem blutigen Brei schießen, bevor sie... Halte die Männer bereit. Bei allem, was heilig ist, du bist wahrlich... Die Mauer, die uns aufhält, wurde noch nicht gebaut. Lang lebe Gedrick! Niemand hält uns auf! Für Eivor! Thank you.
Spähe für mich in die Ferne sühnen. Der Bergfried wirkt uneinnehmbar. Dorthin wird sich Edwin zurückziehen. Große Pfeile. Ich muss sie ausschalten. Manipulieren. Mehr zu tun. Doch das sollte für den Angriff reichen. Jetzt liegt es an Gedrick, seine Männer zu führen.
dann wird es nicht mehr dauern. Ich sage, wir warten. Es hängt einfach zu viel davon ab. Ich bin Jarl Sigurd, Herr von Ostmercia. Und ich sage, wir kämpfen. Jetzt! Du bist ein guter Mann, Sigurd. Und ich danke dir für alles, was du getan hast. Doch ohne... Ist es getan? Ja. Und hast du das Feld eingehaselt und ein Gedicht über den kommenden Sieg verfasst? Ich bin hier, um mit Gedrick zu sprechen. Nur zu. Träumst du immer noch von deinem kostbaren... Es war kein Traum, der mich hier... Vision. Ich werde Tyr ein Opfer darbringen. Iger. Sigurd, was für... Sind wir bereit, die Feste zu... Wir sind bereit. Gib dir... Gut. Verlieb... Bring...
nicht! Du hast das Weibsbild erledigt. Tu, was du tun musst, Tarn der Misthaufen. Ich habe meinem Schier und meinem Volk treu gedient. Ich weiß, wen von uns Gott bevorzugt. Eivor hat dich besiegt, also wird Eivor über dein Schicksal bestimmen. Du hast mit Ehre und Überzeugung gekämpft. Dafür gebe ich dich in Gedricks Obhut. Er wird dich gut behandeln. Das werde ich, sofern du die Freundschaft mit diesem Pisspot Alfred widerrufst. Nun gut. Schafft sie weg! Ich habe mein Wort gehalten. Ich vertraue darauf, dass du dasselbe tust. Unsere Völker sind per Eid verbunden. Ei, du hast uns geholfen, Eivor. Danke. Und solltest du uns je rufen, werde ich tun, was in meiner Macht steht. Das werde ich. Ganz sicher. Ihr solltet euch mit den Brandschatzen beeilen. König Alfred ist auf dem Weg und er kommt nicht allein. Hier sein. Mein... Siehst du? Die Zeichen der Alten, der Isu, der Götter, die aus Göttern hervorgingen. Das habe ich schon einmal gesehen. Ich kenne diese Worte. Ich... Wer sich an einer Schwelle wiederfindet, sollte sich gut umsehen. Denn wer weiß, welche Feinde in den Hallen dahinter lauern. Ich bin schon einmal über diese Schwelle getreten. Mit Sigurd. In einem Traum. Nicht einmal. Tausende Male. Tausende? Und was sagt er, Sigurd? Spricht er zu dir? Ja, doch die Worte sind vernebelt, wie Schatten, und doch und die Esche. Ich sehe den großen Baum des Lebens. Du hast nicht zu viel versprochen. Alles, was du gesagt hast, ist wahr. Eivor, ich bin mehr, als ich zu sein scheine. Das ist Zauberei, Sigurd. Schwarzer Seder. Hör nicht hin! Zu den Mauern! Alfred, kommt! Haben wir noch Zeit zur Flucht? Die Männer sind erschöpft.
Wir haben keine Aussicht. Wir brauchen eine Waffenruhe. Wir müssen verhandeln. Ich werde sprechen. Und... So wie ich es verstehe, König Alfred, spricht man deinen Namen nicht gern aus hier in Mercia. Doch bin ich nah genug an Westsexe, um von morgens bis abends meine Lobpreisungen zu hören. Dann geh zurück zu deinen glücklichen Untertanen und überlass die Belange Mercias den Dänen. Nicht bis eure heidnischen Kriegslieder weit außer Hörweite sind. Biete einen Handel an, Herr. Bitte. Keine Geheimnisse. Beenden wir das hier, Herr. Tauschen wir Männer aus. Meine besten Krieger für eure, um Frieden zu wahren. Danach verlasst ihr Mercia. Wir ziehen uns in den Norden der Use zurück. Klingt angemessen. Wulfric! Mein Kriegstarn. Du gehst mit Gedrick, Bruder. Nenne deinen Mann. Jarl Sigurd, ich biete mich selbst. Danke, Basim. König Alfred, warte. Paladin Fulke, du bist in dieser Gefolgschaft? Das war ich, mein Herr. Um mir von Edwin zu holen, was rechtmäßig mir gehört. Sigurd ist der einzige Mann, den du brauchst. Er ist mehr wert als 20 andere. Er ist der Sohn eines Königs. Verräterische Schlange. Und seine Ketzereien sind tiefgreifend, mein Herr. Er hält sich für einen lebendigen Gott. Ich weide dich aus, Trollweib! Schweig! Ich übergebe mich dir, König Alfred. Denn es ist nicht mein Schicksal, durch deine Hand zu sterben. Bruder. Habt Vertrauen, dass der Herrgott über euch alle wacht. Dieser Mann ist gefährlich, mein Herr. Ich bewache ihn. Wenn du musst, aber behandle ihn ehrbar. Göttern, Basim, was war das? Ich beschatte sie. Sie werden nicht entkommen.